Ich möchte Ihnen kurz etwas vorlesen aus einem neuen Büchlein, Burnout, Burn-In, um Sie zu ermutigen, Selbsthilfe mit Jinjin-Jutsu zu üben. Und die Einführung heißt, seit einigen Jahren breitet sich die Krankheit Burnout in alle Richtungen aus. Ja, sie wird zur Epidemie und zur ernsten Bedrohung nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für dessen Umfeld, die Familie, Freundeskreis, Arbeitgeber, ja sogar allmählich für die gesamte Wirtschaft. Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Ist sie neu? Ist sie ansteckend, weil sie sich so weit verbreitet? Steckt ein Virus dahinter? Wie sind die einzelnen Symptome? Haben sie einen bestimmten Verlauf? Und wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist, gibt es dann noch Heilungschancen? Gibt es Spezialisten und erfolgreiche Therapien? Gibt es eine gemeinsame, allgemeingültige Ursache für diese Krankheit? Und kann man sich dagegen impfen lassen? Alle Fragen können eindeutig mit Ja beantwortet werden, auch wenn Sie, lieber Leser, noch anderer Meinung sein mögen. Lesen Sie einfach weiter und begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise mit den beschriebenen Jinjin-Jutsu-Übungen. Sie haben hier die Chance, sich selber in Einklang zu bringen, und zwar mit Ihren eigenen Händen. Ist das nicht wunderbar? Und das wünsche ich Ihnen. Danke.